Die Linke für Klageritis treibt mal wieder ihr Unwesen. Die CDU hat ein schwerwiegendes Verbrechen begangen. Sie nutzte ein Grönemeyer-Lied und deswegen schickt dieser jetzt seine Anwälte denen auf den Hals. Ja, linke, woke, besser Menschen wollen natürlich nicht nur bloß mit dem bösen Rechten in der Gesellschaft nicht reden. Nein, sie wollen auch ihnen verbieten, welche Musik sie zu hören haben oder nicht. Ja, zum einen werden allerhand Kinderlieder verboten und wenn Künstler feststellen, ah, da nutzt ja einer mein Lied, beim Wahlkampf? Ja, das kann ich aber nicht erlauben. Und so verbietet Grönemeyer nun den Merz, seine Musik als Einlaufmusik zu verwenden, als möglicher neuer Kanzler für Deutschland. Ja, bei einer Parteiveranstaltung in Halle ließ man dieses Lied laufen, als Merz reinstolzierte und sülzte was davon, dass das ein Kanzler sein könnte. Was genau den Grönemeyer da stört, wird nicht so wirklich gesagt. Aber ich würde mal davon ausgehen, CDU, CSU und natürlich Merz erst recht ist einfach viel zu rechts. Und wir wissen ja auch, beim Geheimtreffen waren ja auch die christlichen Demokraten dabei, gegen die man anfangs ja auch bei diesen Demos gegen rechts mit auf die Straße gegangen ist. Okay, das haben die meisten nicht gewusst, haben die meisten nicht kapiert, weil man redete ja nur über die AfD, aber ja, CDU, CSU, das ist auch böse rechts. Also muss man natürlich diesen Rechten verbieten, die Musik von Herbert Grönemeyer zu hören, wenn man Herbert Grönemeyer ist. Und naja, weitere rechtliche Schritte behält sich Herbert Grönemeyer auch vor. Was so viel heißt wie, ja, vor Gericht zotteln will er die CDU, CSU, je nachdem wer so böse ist und das falsche Lied abspielt, ja, das könnte jetzt auch noch passieren. Ja, also Vorsicht, CDU, CSU DJs, was ihr bei den Wahlkampfveranstaltungen spielt, nicht, dass es das falsche Lied ist und nicht, dass Merz zufälligerweise rumläuft, es könnten noch weitere Verbotsverfahren kommen. Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Musiker der CDU verbieten, ein Lied zu verwenden. Die Rolling Stones haben auch Merkel verboten, Angie zu spielen. Ja, die waren da damals auch sehr erpost. Ja, die lupenrein demokratische Unterlassungsklage. Ist das nicht was Herrliches? Ja, warum sich inhaltlich mit anderen Menschen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen? Ah, wozu hat man denn einen Anwalt? Ist doch viel praktischer, oder? Tja, ich würde behaupten, Herbert Grönemeyer will nicht, dass sich was dreht. Er will weiter überteuerten Strom bezahlen, den sich andere nicht leisten können. Damit auch schön seine überteuerte, von Steuergeldern finanzierte Wärmepumpe ihm den Hintern warm macht und er so richtig cool und fresh in seinem E-Auto rumgurken kann. Wobei die Frage natürlich ist, hat er das denn? Hat er diese drei Sachen? Weil wenn nicht, dann ist er ja quasi praktisch auch rechts. Übrigens wurde gar nicht das Original Herbert Grönemeyer-Lied abgespielt, nein, diese Neuverhunzelung von irgendeinem Rapper. Wie geht der Name? Ich muss nochmal nachlesen, um das richtig auszusprechen. Sohobani oder so ähnlich. Klingt wie ein trockener japanischer Keks oder sowas, aber ist ja auch egal. Ich hatte übrigens beim ersten Leseversuch des Namens Popelheini gelesen, warum auch immer, aber es ist immer schwierig mit diesen Namen. Ich meine, warum denn kein anständiger deutscher Name? Ich meine, es hätte doch sowas gereicht wie MC Vollhorst. Hätte ja auch gepasst und wäre einfacher auszusprechen. Jedenfalls ursprünglich ist das ein Fußballlied, was dieser Rapper aber etwas umgehunzt hat, sage ich jetzt mal. Wobei man an Grönemeyers Musik ja sowieso nicht viel verhunzen kann. Ich meine, man versteht ihn ja gar nicht und jedes Lied ist ja gleich. Und welches es ist, erkennst du nicht, weil der Grönemeyer singt ja so komisch. Ich meine, ich mach's jetzt mal vor. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob er es erkennt, aber ich erkenne es ja selber nicht, wenn ich singe. Kann man nicht erkennen, oder? Ich meine, ist doch eindeutig atemlos durch die Nacht, oder? Oder Schrei nach Liebe? Ist das was von denen? Na, ist ja egal, ich weiß es halt nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Na, jedenfalls hat der Rapper das Original von Zeit, dass sich was dreht, umgebastelt zu einem Lied für linksgrüne Umsturzfantasien. Ja, in diesem Lied ist ein kämpferischer Text, der Gewalt fordert und den Aufstand möchte. Schon komisch, dass Grönemeyer bei solchen staatsgefährdenden Liedern mitmacht und dann noch ein Problem damit hat, solche staatsgefährdenden Lieder abspielen zu lassen von der staatsgefährdenden CDU.
die dem Scholz jetzt ja anscheinend helfen will, auf den letzten paar Wochen noch ein paar Murks-Geschichten durchzukriegen im Bundestag, um Deutschland noch weiter in den Klump zu reiten. Aber schon richtig, Rechte dürfen auf keinen Fall linke staatsgefährdende Musik hören, die zum Aufstand und Umsturz aufruft. Tja, an der Stelle frage ich mich, wird Faeser jetzt die Polente losschicken, dass sie mal Durchsuchung macht beim Grönemeyer, bei dem Rapper oder bei der CDU bzw. CSU? Ja, bei wem wird sie wohl eine Hausdurchsuchung machen, um zu gucken, ob hier jetzt Umsturzpläne schon bestehen? Aber naja, wir wissen ja, Fancy Nancy hat da, ich sag mal, ein gewisses Gespür. Linksgrün Lackierte dürfen alles. Und da ja die linksgrün Lackierten, ja, nächstes Mal ja vielleicht die CDU, CSU in der Regierung brauchen, dürfen die natürlich auch erstmal wieder alles. In diesem Sinne, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt.